Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Oberdreis und wir gucken uns heute dieses Schätzchen an. Was das genau ist, das wird uns jetzt der Wehrleiter, der Peter, sagen. Na hallo, ich bin der Peter Reusch, bin 41 Jahre alt und bin der Wehrführer der Feuerwehr Oberdreis. Aus der Verbandsgemeinde Puderbach im schönen Westerwald. Okay, Wehrführer, nicht Wehrleiter, okay. Ja. Es ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns heißt es übrigens Ortsbahnmeister, ne? Ach so. Aber nee, du bist ja der Chef, um es mal kurz zu machen. Ja, von der Einheit Oberdreis, genau. Sehr schön. Was haben wir denn hier für ein Fahrzeug? Das ist ein TSFW, Baujahr 2000. Und wir haben hier 750 Liter Wasser an Bord. Deshalb auch das W. Also es ist ein ganz normales TSF in Anführungszeichen, aber W mit Wasser. Und wir sagen, das Schätzchen gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an, denn das ist ein Klassiker. Bis gleich, los geht's. So, wollen wir mal reingucken? Auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, das hier ist wie gesagt unser TSFW, Baujahr 2000, was noch dieses Jahr abgelöst wird durch ein MLF im Oktober. Ja, sollte mal ja schon längst da sein, jetzt zu unserem 150. Jubiläum. Das hat aber leider nicht geklappt. Okay, was haben wir hier in dem Fahrzeug? Was haben wir hier alles? Hier unser Knopf für die Bedienung von der Sonnensignalanlage. Hier können wir zuschalten Starthorn, Landhorn. Hier haben wir unsere Standheizung. Das ist dann gerade im Winter von Vorteil, da die Atemschutzgeräteträger sich auch mal aufwärmen können. Hier haben wir noch unser Analogfunkgerät verbaut als Rückfallebene, wenn der Digitalfunk mal ausfallen würde. Unser Digitalfunkgerät befindet sich gerade, wie eben schon gesagt, bei der Firma BTG zum Einbau und neue Fahrzeug. Deswegen ist das jetzt unser Digitalfunkgerät. Noch die Einmalhandschuhe, die dann direkt angezogen werden, wenn wir zur TH gerufen werden, Verkehrsunfall. Hier unsere Adalit-Lampen für die Atemschutzgeräteträger. Da sieht schon mal aus. Das viele, ne? Ja. Sechs Stück, so schon mal gut ausgestattet. Da können wir uns nicht beschweren mit der Ausstattung. Hier sind die Masken. So kann schon während der Anfahrt sich ausgerüstet werden. Die sind extra auch welche für unsere Brillenträger. Die haben ihre eigenen Masken alle, wegen der Brillenmaske. So, was haben wir hier? Anhaltestab, Blitzleuchten zwei Stück. Hier unten, hier ist unser Pulverlöscher. Da ist unser Handy, haben wir auch noch mit dabei. Für gegebenenfalls auch mal zu kommunizieren über Handy. Für gewisse Sachen, um auch den Funkverkehr ein bisschen zu entlasten, je nachdem, gerade bei Unwettereinsätzen und so was, hat mir auch mit der FEZ Kontakt aufnehmen können. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe, das für, wirklich das allererste Mal, ich sehe, dass im Einsatzfahrzeug ein Handy, ein Privathandy sozusagen verlastet ist. Und das finde ich total cool, weil es oft das Problem, dass man dann doch auch gerade als Einsatzleiter oder Wehrführer von der Presse angerufen wird, vom Vorgesetzten und so weiter und so weiter. Man führt eh mal Gespräche mit seinem Privathandy. Und Privathandys haben ja eigentlich im Einsatzfall nichts zu suchen. Und deshalb finde ich das super, dass man das hier hat. Das heißt, wenn das mal runterfällt, gibt es auch keine Diskussion, dann wird es neu beschafft. Ne? Weil wenn das ein Privathandy passiert und es gibt ein Rissendisplay, dann sagen sie ja, warum nimmst du es auch mit? Das heißt, das habe ich jetzt das erste Mal gesehen, aber sowas von sinnvoll macht das ganze Stütz hier der Förderverein. Deshalb sinnvoll, Fördervereine muss man immer unterstützen. Aber das, diese Lösung, eine glatte Eins. Also muss ich sagen, erstes Mal gesehen, bin mega begeistert, jetzt schon am Anfang. Können wir jetzt mal hinten gucken? Tja, hier ist schlecht, hier ist leider keine Tür. Warum das nicht? Das ist damals so bestellt worden, aus Sicherheitsgründen, weil die damals das Auto beschafft haben, halt die Bedenken hatten, dass die Mannschaft, die nachdem in der Hektik einfach hinten links rausspringt in den fließenden Verkehr. Okay, also steigen wir auf der anderen Seite ein. Genau. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch zwei Warnflaggen. Hier unten ist ein Bolzenschneider. Hier ist unsere Atemschutzüberwachungstafel. Hier sind die Funkgeräte. Die zwei sind für den Gruppenführer, das blaue und das rote. Hier das schwarze ist für den Maschinisten. Und hier sind die Funkgeräte für die Atemschutzgeräteträger. Hier haben wir noch ein Fernglas drin. Oh, okay. Für was könnte das sein? Gefahrstoff. Weil so können wir schon an der Anfahrt, je nachdem, kannst du von Weitem schon auf die Tafel gucken und schon erkennen, was du für ein Gefahrgut dort hast. Okay, also auch für Gams natürlich nicht unwichtig, ne? Nö, nicht unwichtig. Okay, genau. Super, dann gucken wir mal hinten rein, wa?
Guck mal hinten rein. Hier drunter haben wir dann noch Vorschlaghammer, Warnwesten, Bügelsäge, unsere Akku-LED-Strahler und so weiter und so fort. Also Sachen, die jetzt nicht direkt vonnöten sind beim Einsatz. Jetzt sehe ich gerade, fangen wir an hier, Lichtmast sehe ich gerade schön aufgebaut. Ja. Sogar, wie es aussieht, pneumatisch. Genau. Und zwar, so, einmal Luft und dann hier überhand. Und Licht. Und ich glaube, dass jetzt manche schmunzeln und sagen, was ist denn das? Ich finde das so cool. Wenn das mal ausfällt, ist es so überschaubar, die Technik, dass man es auch mal schnell wieder in Gang kriegt. Das heißt, so eine Handpumpe, das ging ja letztlich so schnell, ob ich nur eine Fernbedienung rausnehme und ist das Auto auch an und fahre hoch. Oder ich pumpe hier. Ich finde diese Variante tatsächlich gar nicht schlecht. Einfach gehalten und funktioniert. Genau. Hat uns noch nie im Stich gelassen. Das wollte ich sagen. Zuverlässig hoch 1000, deshalb cooles Ding. Wunderbar. Ne? Ansaugschläuche, 5 Stück an der Zahl. 5 sogar, wow. Ja. Hier unser Stativ für den Beleuchtungssatz. Hier unsere Beleuchtungseinheit. 2 Halogenstrahler mit noch Sicherungsmaterial. Abgasschlauch. Hier sind Fallsignale drin, für Unfallstellen abzusichern oder überhaupt Einsatzstellen. Hier haben wir noch eine Aufnahmebrücke für die Halogenstrahler. Hier 2 Schlauchbrücken. Hier sind dann die Verkehrsleitkegel. 2 Kanister mit Ölbindemittel. Das war unser Geräteraum 2. Hier Geräteraum 4. Hier ist verlastet Holzaxt, Feuerwehraxt. 5 Liter Benzinkanister für unser Stromaggregat, B-Stützkrümmer, hier sind unsere B-Schläuche verlastet, hier unsere Mehrzweckstrahlrohre, 3x C, einmal B, hier ist unser Hohlstrahlrohr, hier unser Stromaggregat, Kabeltrommel, 2 Stück, hier ist unsere Delta-Box verlastet. Delta-Box, wofür braucht ihr die? Für zum Beispiel Halogenstrahler anzuschließen und so, damit die dann ja, versorgen können mit Strom und so Lichter. Mhm. Also wenn man mehrere Verbraucher anschließt, ne? Wenn du mehr als einen anschließt, brauchst du halt klar, oder diese so. Verteilerbox, ne? Genau. Wegen der Sicherheit. Ja, hier ist unser Schnellangriff. Ich liebe ja Schnellangriff, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade hier in dem ländlichen Bereich oder hier außerhalb der geschlossenen Ortschaften ist der schon von Vorteil. Also für Fahrzeugbrand ideal, für den Erstangriff top. Ja. Kannst du nochmal zumachen? Weißt du, was mich hier gerade wundert? Hier ist ja gar keine Beklebung drauf, gar nichts mit Reflektoren oder Warnung, zusätzliche Warnung. Ist das bei euch immer so spartanisch gehalten? Ja, spartanisch. Sollte man nach. Sicherheit zu tun, ne? Ein bisschen so. Ja, aber das wurde erst kürzlich noch beschlossen und jetzt mit dem neuen Fahrzeug kommt die Beklebung, die Warnbeklebung mit Heckwarnanlage und alles. Und hier jetzt noch viel Geld zu investieren, haben wir als. Genau, aber habe mich gerade gewundert, weil das sehr aufgeräumt aussieht. Ja. Ist halt noch der alte Stand. Wie da. Ja. Hier 2 die vierteilige Steckleiter verlastet. Hier ist unsere TS88. Dafür der Abgasschlauch, hier das Sammelstück, ja, Pumpe ist entnehmbar, logisch, die SFW. Also zum einen finde ich es ja mega cool, wenn die Leiterteile drin sind, das heißt, man kann die Leiter auch immer schneller benutzen. Ne? Das heißt, wieder die steht ja da, ist ja bei den meisten Fahrzeugen oben auf dem Dach und man vergisst sie schlichtweg. Diesen Leiter finde ich ist ja so ein mächtiges Werkzeug auch, es kann man ja auch andere Sachen machen mit der Leiter, als einfach nur irgendwo raufklettern mit der Leiter. Und deshalb finde ich das super, dass sie hier so schön in greifbarer Nähe ist, super verlastet. So ein altes Fahrzeug, aber finde ich schon so cool aufgeteilt.
Und hier auch, sag mal, die Saugseite der Pumpe quasi, hier geht ja das Wasser rein. Das heißt, man kann hier ganz normal anschließen, um von draußen irgendwie, was weiß ich, offenes Gewässer zum Beispiel Wasser zu entnehmen. Oder mit dem Sammelstück halt vom Unterflötranden. Aber die andere Seite ist hier quasi mit dem Tank verbunden. Das heißt, mit dem 57-Liter-Tank, der hier drauf ist. Und man muss hier mit den Absperrventilen quasi das steuern, von wo aus man nimmt. Ne? Quer zur Leitung ist immer zu oder gerade ist dann halt offen. Ne? Genau. Aber so sieht man das nochmal schön, wie das funktioniert. Also total einfach und man kann zur Not die TS auch rausnehmen, genau, und woanders einsetzen. Das macht das Fahrzeug ja so flexibel. Ne? Genau. Oder? Ja, das ist auch der große Vorteil. Und auch hier die Pumpe hat uns noch nie im Stich gelassen. Ja, bei TSFWs, ja, werden die oft belächelt. Ich finde, das ist ein mega Schweizer Taschenmesser. Das hat auch. Also hier kann man auch viel mitmachen. Auch man muss sich nicht irgendwie schämen als kleine Ortswehr, auch wenn man nur ein Fahrzeug hat. Also ich finde hier das Fahrzeug, wie du sagst, wie ein Schweizer Taschenmesser. Genau, und wenn man noch so einen Wehrführer hat, dann ist es noch besser. Ne? Auf jeden Fall. Ja, hier ist unser G1. Hier verlastet Schippe und Besen, hier Forsthelm, Schnittschutzhose, hier Standrohr mit Zimmermannshammer für die Hydrantendeckel zu öffnen. Auch schon oft benutzt worden und vonnöten. Hydrantenschlüssel, C-Schläuche gerollt und hier die C-Schläuche in Schlauchtragekörbe. Hier sind unsere Fluchthauben drin für die AGTler, da die mitnehmen im Angriff zur Personenrettung. Hier ist unser Elektrowerkzeug drin für unseren Elektriker. Hier Werkzeugkiste für zum Beispiel Fahrzeugbatterien abzuklemmen und so weiter und so fort. Und die Kettensäge dazu verbirgt sich jetzt in G3? G3. Hier unser G3. Aber, muss ich sagen, ich fand das aber super, dass auch Helm und Hose getrennte Fächer haben. So viel Luxus, so viel Platz, dass ihr das habt im Fahrzeug. Ich kenne das sonst immer zusammengestopft in eine Kiste. Es soll ja auch alles übersichtlich sein an dem Fahrzeug, so dass jeder auch die Sachen leicht und findet und auch gut greifen kann. Ja, finde ich gut. Wie super. Vermisste Kettensäge dazu. Ja. Mit dem dazugehörigen Kanister mit Benzin und Öl. Ja. Hier ist unsere Schaumkomponente. Hier hinten ist unser Waldbrandsatz mit D-Verteiler, D-Schläuchen, die Strahlrohren. Hier sind unsere Atemschutzgeräte mit Fangleinen und zwei Ersatzflaschen. Okay, das heißt, nach dem Einsatz seid ihr zumindest mit einem Trupp wieder einsatzbereit? Ja, das hat hier kurze Dienstwege, da wir auch einen hauptamtlichen Gerätewart haben. Also spätestens nach einer Stunde haben wir die Geräte wieder fit. Ja, hier sind unsere vier Kupplungsschlüssel. Auch schon historisch, aber noch voll funktionstüchtig. Hier unser Schaumittel. Hier ist denn der Reservekanister für die Pumpe. Hier ist der Füllschlauch. Hier ist der Oberfiltrantenschlüssel. Hier unser Hydrofix, den wir ersetzt haben, wo wir die Kübelspritzen ersetzt haben. Auch hervorragendes Teil. Systemtrenner. Und hier das. Das sind Absperrventile für die Oberflühhydranten. Schaumpistole, gerade auch hervorragend für Pkw-Brände, Entstehungsbrände. Super, dass ihr das schon habt. Ja, hier Verteiler. Hier ist ein Saugschutzkorb, Saugkorb und die Arbeitsleinen drin. Und hier haben wir natürlich noch die Schuttmulde für auch Kaminbrände. Wenn man den denn, kann man die nutzen, für die Asche rauszuholen und nach draußen zu tragen und abzulöschen. Ja. Oder Betriebsstoffe, die auslaufen, aufzufangen. Ist multifunktional. Ja, hier haben wir noch Reduzierungsstücke BC und CD. Das ist klar, dass du mich jetzt nicht so schnell wegkriegst, ne? Zeig mal. Den Hydrofix? Ja. Willst du mal gern sehen? Ja. Können wir sogar ausprobieren, wenn du willst. Echt jetzt? Ja. Bist du sicher? Meckert der Gerätewart nicht? Der Gerätewart bin ich selber. Hier. Du bist ja. Für die Einheit. Und dann haben wir halt noch den Hauptamtlichen von der Verbandsgemeinde. Ah, okay. Ja. Erklär mal, was muss man da machen? Wie beim Feuerlöscher, den Splint hier ziehen, hier rausnehmen. Sag mal, was ist das denn für ein Ding hier? Tja, da kannst du noch verstellen. Hier mit dem Hilfe verstellst du denn Sprühstahl, genau, oder Vollstahl. Also, das heißt, Splint ist raus. Natürlich muss man das auch machen in dem Fall, weil der geht dann gleich los. Das heißt, man hat dann hier ein... Oh, da war Dampf drauf. Ne? Ups. Schiefe Wäsche, danke schön.
Und Sprühstrahl? Nein, natürlich nicht, ne? Also, kann man so dazwischen so ein bisschen, so halb-halb, geht das auch? Jugendforsch? Nee, das bringt nichts. Nee, halbe Sache macht der nicht. Aber tatsächlich? Oh, da kommst du aber ordentlich. Guck mal, ob du bis zum Feuerwehrmobil kommst. Ja. Also mega Druck, ne? Macht doch mal ein bisschen Spaß, ne? Ja, macht er doch. Man soll auch Spaß bei der Arbeit haben, oder? Aber das sind ein paar Meter. Das sind ein paar Meter, ja. Na super. Okay, danke. Also, erstmal muss ich dich loben, Werfführer. Geil drauf. Und deshalb ist auch die Leute, die ich kennengelernt habe, sind durch die Bank durch, entspannt, locker, auch fit, feuerwehrmäßig, wirklich fit, kameradschaftlich vor allem. Also ich fühle mich hier pudelwohl. Erstmal dafür ganz lieben Dank. Und ich würde gerne diesen Schätzchen, TSFE, ich liebe TSFEs, weil das sind für mich echt Schweizer, ich wollte gerade sagen Feuerzeuge, ja, Taschenmesser. Schweizer Feuerzeuge. Nee, darf ich da mal so ein Prüfsiegel reinmachen von Feuerwilli bei euch? Klar, gerne. Wäre mir eine Ehre, das hier bei euch mal reinzukleben. Mega Fahrzeug. Und jetzt auch abgenommen vom Feuerwehrwilli. Genau, 2 Jahre gültig. Wunderbar. Du mich wieder einladen. Machst du auf der anderen Seite? Ich mach auf der anderen Seite, klar. Tja, dann fehlt hier auch nur das Siegel. Mega. Vielen lieben Dank. Tolle Feuerwehr. Ganz lieben Dank für deine tolle Erklärung. Nichts zu danken, immer wieder gerne. Wenn man hier aus Oberdreis kommt und man will zur Feuerwehr, was muss man machen? Was muss man machen? Wann seid ihr hier? Wann kann man hierher kommen? Jeden letzten Sonntag im Monat haben wir um 9 Uhr Übung. Also, wer Interesse hat, gerne einfach unbefangen hier 9 Uhr am Gerätehaus sein und sich die ganze Sache mal unbefangen angucken. Kann ich nur empfehlen und ich muss sagen, tolle Gemeinschaft, tolle Fahrzeuge, auch historische Fahrzeuge dabei. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal herzukommen. Wenn ihr Fragen habt, einfach drunter kommentiert, fragt Peter, der wird antworten. Also tolles Fahrzeug, einfach, aber ich glaube, man kann damit fast alles machen, ne? Ja. Also super Teil und wie gesagt, kommentiert, liked und bis zum nächsten Video. Euer Feuerwehrwilli und der Peter. Ich muss sagen, du bist ein cooler Typ für den Wehrleiter, muss ich jetzt mal sagen. Wehrführer. Wehrführer. Hab's Wehrleiter gesagt? Nee, wahrscheinlich nee. Ich. Oder? Jetzt nicht, dass ich mich versprochen habe. Das bist du ja gemäß der. Ja, ja, bestimmt nicht. Das musst du wegschneiden, das werde ich aufragen am Montag, wenn das veröffentlicht wird. Sollen wir nochmal neu anfangen? Später. Schöner Outtake. Und hier unser. Ja, müssen wir nochmal neu machen. Ist das sonst immer zusammengestopft in eine Kiste? Nö, es soll auch übersichtlich sein. Kann man die nicht in CB benutzen? Andersrum? Wieso nur reduziert? Dankeschön für den Hinweis. Ja, kann man auch. Wunderbar. Also Übergangsstücke sind ja auch alles. Ja. So. Oh Mann. Manchmal aber nicht. Nein, das ist ja schön. Der macht öfters mal was er will. Deswegen, das sind wir gewohnt, so lieben wir ihn auch. Das ist der kleine Feuerwehrrebell. Also okay, wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach, fragt Peter, ich wollte sagen Thorsten, jetzt bin ich auch schon. Nee, Peter. Peter. Ja, ich bin der Patrick, das bin ich. Und ja, ich war gerade auch hier bei der Filmdarstellung dabei gewesen, manchmal hinter der Kamera. Also festhalten und so. Was soll ich denn? Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Was macht man denn da so? Ich habe gesagt, komm einfach mal vor die Kamera. Ich finde das ja so geil. Kameradschaft, mega Typ. Also hier in Oberdreis sind alle durch die Bank durch. Super entspannt vor allem. Kameradschaftlich gut aussehend. Nicht alle, aber er ganz besonders. Also nochmal ganz lieben Dank. Ja. Wir spontan, weiß nicht besprochen, aber gut gemacht. So, jetzt geht Mikro wieder her. Ja, nur mal weitermachen.
Ach, das war gut.